Dieser Ton da am Anfang, das klingt irgendwie richtig cool. Ich mag das jetzt schon. Das sieht einfach so geil aus, wie es hier einfach brennt. Die Band spielt einfach weiter. Geil. It's pouring in, laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win, white flags out when the war begins. Mike, aggressiver als sonst. It's pouring in, laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win, white flags out when the war begins. Aiming so high, but swinging so low. Trying to catch fire, feeling so cold. Hold it inside, hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you know. So ein Killer-Part von Mike. Richtig geil. It's pouring in, delayed on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win, white flags out when the war begins. Aiming so high, but swinging so low. Trying to catch fire, feeling so cold. Hold it inside, hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you know. Und dann dieser Switch zum softeren Übergang, dann zur Hook. Richtig cool. Today's gonna be the day you know. I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for, and he is the crowd. Geiler Einstieg von Emily. What the joke is. This is what you asked for, and he is the crowd. Fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. Dieses aggressive und gleichzeitig zerbrechliche, dieser Kontrast in der eigenen Stimme, das ist Weltklasse. This is what you asked. Fucking geil klingt es. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1, back then should have. Turn to run, now look what it's become. Geil, Mike, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Seine Stimme ist einfach die geilste Rapper-Stimme überhaupt. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1, back then should have bit your tongue. But there's no turning back, this back once it's begun. You're already on that list. Don't want what you can't resist. Swinging that sword with a pen won't miss. Watch it all falling apart like this is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Die Gitarren hier, das klingt einfach so gut. Today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. What the fuck, Alter? Der lang geschriene Ton und dann kommt dieser Pokal da raus. Nebenan brennt hier alles. Die Zuschauer gehen ab. Eine richtig geile Kulisse. Richtig geile Atmosphäre. Ey, das feiere ich. Wahnsinnig gut. Today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Mir gefallen ja sowieso so Endungen von Tönen. Ich habe das ja oft genug gesagt, aber das klingt hier einfach geil.
Geil, ey, ich feier das. In the top lane, Ben and Zeus. In the jungle, Shun and Owner. Ich muss ja sagen, ich kenne da ja leider niemanden. Aber ich weiß, wie krass die Community von LOL ist. Ein Freund von mir will ja auch ständig, dass ich das spiele. Aber alleine, dass Linkin Park und Worlds quasi sich zusammentun, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich respektiere ja total die Fangemeinde von dem Spiel. Das muss ja ultra mega cool sein. Und wie die da rauskommt, das erinnert mich krass an Wrestling oder an MMA, wo ein richtig geiler Song gespielt wird. Manchmal live und dann kommen die da raus. Richtig cool. In the bottom lane. Elk and Gumayushi. As support, Owen and Carrier. And in mid lane, Knight and Faker. Wenn das nicht geil ist, also wenn das nicht cool ist, was dann, ey? Wie Mike und Emily hier einfach so lange den Ton gemeinsam in so einer Harmonie halten, boah. Das ist wirklich cool. Fuck, das ist richtig cool. Und ein ganz großes Dankeschön an Janana Beere, Toni Wolf. Danke für eure Unterstützung. Ihr seid wirklich die Besten.